Ja, geschätzte Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Es freut mich, dass ich da einen Abschluss machen darf. Freut mich aber, dass so viele Leute noch da sind. Ich habe durchaus mit Andreas gefragt, dass ich da heute einen Vortrag halten darf, habe ich zu ihm gesagt, glaubst du wirklich, dass da um 5 Uhr noch Leute da sind? Und jetzt sind wirklich so viele noch da, also ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen. Und ich verspreche Ihnen, dass ich zum Abschluss jetzt möglichst wenig Wissenschaftliches, möglichst wenig Theorie mache und eher aus der Praxis was berichte. Kurz zu mir, mein Name ist Franz Brommecker, komme aus dem Bongau, bin selber Hofübernehmer und habe meinen kleinen Mutterkuhbetrieb praktisch daheim. Wir kommen zum Thema Stallbau. Ich bin jetzt seit 4 Jahren angestellt bei der Bia Austria Salzburg als Berater für Tierhaltung. Hauptaufgabenbereich praktisch alles, was die Rinderhaltung betrifft. Und zum Thema Stallbau, das hat eigentlich vor 2,5 Jahren angefangen, nämlich ganz einfach dahingehend, da hat mich der erste Bauer angerufen und hat gesagt, ich möchte Stallbauplaner, Franz, bitte hilf mir. Dann hat der erste angerufen, dann hat der zweite angerufen und der dritte. Und es war eigentlich bei allen drei oder bei allen, die da am Anfang gekommen sind, immer der gleiche Grund hinein. Ja, Laufstall ist da, Stallbau schon, aber günstig sollte er sein, einfach sollte er sein. Und dann bin ich eigentlich vor einem Dilemma gestanden, weil ich selber persönlich, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man günstigen, einfachen Laufstall macht. Ich muss fairerweise sagen, in der Schule habe ich es nicht gelernt. Da haben wir uns viel klasse Stall angeschaut, wirklich Top-Lösungen, super beieinander, klasse Sachen, aber alles ist dementsprechend teuer. Und auch wenn ich in diverse Fachzeitschriften eingeschaut habe, da sind auch oft wirklich super Laufställe drin, wirklich gute Sachen, aber halt auch dementsprechend teuer. Für einfachen Laufstallbau habe ich eigentlich sehr wenig Ahnung gehabt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mir da Ahnung holen und habe mich in den letzten 3 Jahren wirklich damit beschäftigt und bin bewusst in Salzburg auf die Betriebe rausgefahren und habe Bauern gesucht, die bereits einfache Lösungen gemacht haben, gefunden haben. Hab mir die dann angeschaut, hab mit denen geschätzt, hab's fotografiert, hab zum Teil Berichte darüber geschrieben in der Zeitung, hab auch ein Seminar entworfen zum einfachen Laufstallbau und hab das Thema eben in Salzburg ein bisschen versucht, unter die Leute zu bringen. Und dann haben wir mehr Bauern angerufen. Und mittlerweile ist das eigentlich fast mein Hauptgeschäft geworden, dass ich in Salzburg Stallbauberatungen für die Bia Austria Mitglieder mache. Wobei ich mich da jetzt gar nicht groß als Baumeister oder Planer bezeichnen möchte. Ich sehe mich eher dahingehend, dass ich die erste Stufe bin, den der Bauer anruft. Ich erkläre ihm, was ist ein Laufstall, wie schaut das aus überhaupt und wie könnte das bei dir daheim ausschauen. Und eben dahingehend, da ich mittlerweile schon sehr viel gesehen habe, versuche ich eben die Beispiele aus der Praxis auch wieder weiterzugeben. Und das möchte ich heute auch machen. Bevor ich da starte, ein Grundsatz für mich. Wir haben ja heute schon gehört, der Druck von diversen Umwelten steigt auf die Anbindehaltung oder auf die Kombinationshaltung. Das wird immer lober. Aber auch schlussendlich, wenn ich auf einfachen Laufstallbau denke, es darf kein Fusch rauskommen. Schlussendlich soll es besser werden. Und zwar besser für den Bauern und besser fürs Vieh. Und gerade wenn ich Richtung einfach und günstig denke, da ist aber ein bisschen eine Gefahr, dass ich in die Kompromisse reinkomme. Ganz ohne Kompromisse geht es sowieso nicht aus. Das muss ich einen neuen Stall hinbauen. Aber Gott sei Dank darf es auch nicht gehen. Ein paar Beispiele. Sowas da, wir haben die meisten schon mal gesehen, Fressliegeboxen bietet sich natürlich, wenn ich auf einfachen Stallbau denke, an, kann ich relativ leicht adaptieren. Wenn ich die Kuh dahinter bei anschaue, sicher an der Hinterhand den Dreck um. Für den Bauern ist es eine klasse Lösung, der ist voll zufrieden damit. Aber für mich in der Beratung ist das eigentlich nichts. Anderes Beispiel, ein kleiner Bauer im Lungau hat da seinen Stall umgebaut, absolut ohne Zubau, ist nur mit dem bestehenden Gebäude ausgekommen, hat da eine Liegebox reingebaut für seine Viecher, schaut ganz gut aus, passt da. Die andere Seite praktisch, was seht ihr da? Oder? Das ist der Fressgang in dem Fall. Oben die Milchleitung. Praktisch der Milch da dann noch mit der bestehenden Rahmenkundlage und muss da jeden Tag in der Früh und auf die Nacht in den Dreck einsteigen zum Milchen.
Für den Bauern ist es eine klasse Lösung, der ist voll zufrieden damit. Aber für die Beratung, na. Letztes Beispiel für das, was ich jetzt sage, wo ich sage, okay, Umbau schon, einfacher Umbau schon, aber alles muss seine Grenze haben, sowas. Gell? Ist in den 90er Jahren umgebaut worden, dieser Laufstall, ist 60, da vorne Fressgitter, da vorne war der Futtertisch in dem Fall, hinter bei der Fressgang. Und bei den Liegeboxen ist so wenig Platz überblieben, dass die Liegeboxen schon schräg, die Abgrenzungen schräg gemacht worden sind. Und trotzdem liegen da die Viecher mit der Schädelplatten an der Wand dabei, wo wir heutzutage wissen, die Kuh braucht für den Kopfschwung, für das Aufstehen einfach dementsprechenden Platz. Okay? Und dort bin ich eben genau in dem Bereich, wird es besser? Nein. Ich glaube, dass der Kuh in der Anbindehaltung besser gegangen ist, als wir in dem Laufstall drin. Okay? Und genau da sollte man nicht hin. Wie gesagt, einfacher Umbau, ja, aber nicht zu jedem Preis. Darum komme ich jetzt auch zu den Positivbeispielen, was ich eigentlich gerne vorzeigen möchte. Eins von diesen Möglichkeiten ist zum Beispiel der möblierte Auslauf. Und da möchte ich mit eng zu einem Bauern nach Mittersil fahren. Mittersil ist in Pinzgau, ist ein Bauer auf 1110 Meter Höhe. Okay? Und der hat ganz eine interessante Lösung gemacht. Der hat den Umstieg auf Laufstallhaltung bereits in den 90er Jahren geschafft. Was hat der gemacht? Da hinten seht ihr praktisch das bestehende alte Stallgebäude. Und der hat ihm dann im 95er Jahr einen Auslauf dazu gebaut. Einen festen, befestigten Auslauf. Und hat dann diesen Auslauf mit verschiedenen Elementen aufgewertet. Was hat er gemacht? Er hat zum Beispiel da eben Außenliegeboxen installiert, überdacht in Selbstbauweise. Er hat da einen Raufen hingestellt, die ist mit Traktor bestückbar. Wenn wir weiterschauen, dann hat er da noch einen Raufen gemacht, einen Heuraufen praktisch, die kann er über die Den anfühlen, halt für mehrere Tage vor. Es ist ein Tränken draußen, es ist ein Birsten draußen. Und so hat der eigentlich diesen Auslauf mit diesen diversen Elementen aufwertet zu einem vollwertigen Stall. Zu einem vollwertigen, sicher sehr freien Außenluftstall. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache und das ist der Milchstand. Und Milchen tut der, wie gehabt eigentlich, wie lange Jahre zuvor, im bestehenden Anbindestand mit der Rohrmeckanlage. Das heißt, wie funktioniert das praktisch? Die Milchkühe sind in der Früh drinnen, im Stall, werden da gemolken und dann jagt es aus in den Auslauf. Bleibt dann über Tag im Auslauf draußen, in diesem freien Laufstall, kämen auf die Nacht rein, werden gemolken und er jagt es nachher wieder aus. Sind dann in der Nacht natürlich auch wieder da draußen. Okay? Das heißt, dieser Anbindestand ist mittlerweile praktisch nur mehr eine Funktion eines Milchstandes. Okay? Und die zweite Funktion ist das, wie soll ich sagen, ist eine psychologische Stütze. Das Wort kommt nicht von mir, muss ich sagen, das habe ich von Walter Breiniger geklaut, der Stallbauberater von der Steiermark, total ein guter Mann. Der hat gesagt, sowas ist eine psychologische Stütze, weil der Bauer weiß, wenn es wirklich grauslich ist draußen, wenn es richtig schlechtes Wetter ist, dann kann ich zur Not die Kühe drin lassen. Das ist mein Reservestall in dem Fall. Und der Bauer da in Mittersil hat das dort in den ersten Jahren ja regelmäßig nutzt, wenn es wirklich schlecht Wetter war, hat er die Kühe auch über die Nacht drinnen lassen. Mittlerweile ist der Stall da 20 Jahre im Betrieb und das ist kein Thema mehr. Den Bauern interessiert das nicht und die Kühe interessiert es auch nicht. Die sind keine einzige Nacht mehr drinnen im Stall, die sind nur mehr da draußen. Anderes Beispiel, ähnliches System. Puch bei Hallein, 810 Meter Höhe, Bergbauer, steile Leitner. Der hat auch so ein ähnliches Projekt gemacht. Bei dem war praktisch der Auslöser, dass er eine neue Güllegrube braucht hat. Hat dann eine neue Güllegrube gebaut, die ist praktisch da unten und hat dann oben auf dem entstandenen Platz eben als Auslauf genutzt, hat da der Außenliegeboxen draufgesteht und es fällt auf, die sind sehr hoch. Warum? Praktisch die ins abgewandte Seite ist die Weiterseiten, da kommt der Zug her, da kommt Luft her und damit die Kühe eben einen geschützten Raum haben, ist da die sehr hoch ausgeführt worden. 10 Milchkühe, schauen wir uns im Detail an einmal, hinten Liegeboxen drinnen, Futterraufen, Tränke, Bürste,
alles beieinander. Und detto, wie ja vorher, da haben wir noch ein Detail praktisch, das war jetzt der obere Teil über die Liegeboxen, das wird eben als Strohlager genutzt, kann man dann auch sehr effizient zum Einstreuen nutzen. Und der tut auch, wie der andere vorher, Möcheln in der Anbindehaltung oder in die bestehenden Anbindestände. Gell? Der ist noch nicht so entspannt, den Stall gibt es jetzt seit 5 Jahren. Der hat zum Beispiel heuer, wenn ich denke, wie soll ich im Jänner, war es total schlecht Wetter, Sturm, Schnee, grauslich. Der hat seine Kühe zum Beispiel 2 Wochen drin lassen, weil sie einfach laut haben. Ja? Und bei denen ist er ganz interessant, der ist jetzt in so einer Zwischenlösung drinnen. Gell? Also der hat Tosten als erstes Mal den Auslauf gebaut, hat dann die Außenliegeboxen draufgesetzt, hat eine Raufmasse gesteht. Und der ist sehr wohl noch nicht fertig mittlerweile. Also der ist in der Planung, dass er auch den Innenbereich jetzt dann aus dauerhaft zugänglichen Fütterungsbereichen errichtet. Das ist nämlich auch ein Vorteil von diesen Außensteuerlösungen, sage ich, das kann ich total klasse Schritt für Schritt machen. Ja. Und generell, ich habe jetzt schon ein paar Mal raunen gehört, das Thema Kälte. Ich habe jetzt den nächsten Block unter dem Thema Kälte gesteht, weil ich glaube, dass wir uns da ein bisschen entspannter werden müssen, was das anbelangt. Gell? Ich möchte mir denke jetzt nach Untertauern fahren. Untertauern zu einem Bauern, 1000 Seemeter Höhe, ein schattiges Loch, grauslich. Gell? Im Winter monatelang keine Sonne nicht. Und ich habe nichts persönlich gegen Untertauern, nur der Standort da. Aber da gibt es eben einen Bauern, der hat auch vor 3 Jahren also eine Auslauflösung praktisch gemacht. Und da habe ich mir im Heuer gedacht, wie es da Jänner war, wo es im Jänner so richtig schierig Wetter war, wo man wisst, meterhoch Schnee gehabt haben, kalt, grauslich, jetzt fahre ich rein zu ihm, jetzt schauen wir das an, wie es ihm geht. Weil du hast selber noch nicht so ganz überzeugt von dieser Sache. Schauen wir uns das an. Also der ist schon einen Schritt weiter als die vorherigen. Gell? Der hat die Anbindehaltung genauso schon ausgerissen, bei dem ist im Stall drinnen nur mehr die Fütterung jetzt drinnen. Das heißt, die Kühe können dauerhaft von Auslauf einer in den Stall zur Fütterung. Und draußen schaut das eigentlich aus wie bei den anderen auch. Der hat einen befestigten Auslauf hingestellt und hat da oder Außenliegeboxen aufgebaut. 18 Kühe. Oben bei oben wieder Strohlager. Gell? Das ist jetzt die vom Stall abgewandte Seite. Das ist die Stall zugewandte Seite. Haben wir wieder die Liegeboxen. Da ist praktisch der Stall auf der Ecke. Wir haben die Birsten. Das ist die Nordseite. Da ist der Möchstund, da hat er einen neuen Möchstund dazu gebaut. Und ungefähr da, wo ich das Foto gemacht habe, da bin ich mit ihm gestanden. Und glaubst du mir, das war wirklich ein schierer Tag. Das kommt bei den Fotos gar nicht so raus. Das war so grauslich da, ich habe mich nach dem Termin bin ich 2 Wochen krank gewesen. So schier ist es da gewesen. Und ich bin ich da gestanden, mir hat es auch beidelt. Der Bauer ist neben mir gestanden. Und dann habe ich gefragt zu ihm, Martin heißt er. Martin, wie geht's da? Wird da wohl kalt sein? Dann schaut er mich an. Sag er. Nein, eigentlich tut's. Wohl, es kommt schon hier in der Früh, dass in der Früh die Kühe, wenn sie in den Milchstuhl reinkommen, eine gefrorene Schnauze haben. Aber die Viecher passt das, denen ist das wurscht. Im Gegenteil, seine Viecher sind noch nie so gesunken wie die Hirzer. Er hat noch nie so wenig in Tierarzt gebracht. Seit die Viecher da draußen sind. Und da habe ich mir dann schon ein paar Gedanken gemacht zu dem Thema. Also wie gesagt, das Thema Außenklimastall, einfach weil es auch kosteneffizient und günstiger ist, braucht man nicht reden. Gell? Ich glaube, das sollte man ein bisschen mehr weiterbringen. Wer mit dem ganzen Thema befestigter Auslauf und dem überhaupt nichts anfangen kann, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Ich habe da Stroh aufgeschrieben, und denkt da in Richtung freie Liegeflächen, Tretnisstelle und Tieflaufstelle. Ist eigentlich genau so ein Thema, was die Milchviehhaltung eher stiefmütterlich beschäftigt und gar nicht so gern hört.
Aber es gibt bei der Richtung klasse Lösungen. Und da bin ich eigentlich durch einen Bauer wirklich überzeugt worden. Da gibt es in Biersendorf ein Bergbauer, zweites da oben, steile Leitner, das ist der Kaltenhauser Ferdinand. Bei dem ist ihm auch der Stallbau angestanden. Und da war das Thema gewesen, ja, Liegeboxenlaufstall. Und Liegeboxenlaufstall hätte er zubauen müssen, mehrere hunderttausend Euro kosten. 18 Stück Milchvieh. Da ist die Planung schon fast fix fertig gestanden. Und der hat dann aber die Reißleine gezogen und gesagt, nein, zubauen mache ich keinen, das tut nicht. Er macht einen Tieflaufstall. Weil einen Tieflaufstall, den bringt er in seinen alten Stall unter, ganz ohne Zubau. Alle Berater haben beim abgeraten, mach das ja nicht, tu das ja nicht, funktioniert nicht. Das hat sehr wohl funktioniert. Und wie das funktioniert, das möchte ich jetzt sagen. Aber ist, glaube ich, alles gesagt worden. In die Viecher geht es besser, im Bauern geht es besser. Einen super Dünger hat er drin und Geld gespart hat er sich auch noch. Und behornt sind es auch die Viecher, ja. Und wenn ich noch weiter denke, ein muttergebundener Kälberaufzug, konnte ich da drei auch noch oft leichter adaptieren, als wie in einem anderen Stall vielleicht. Wenn ich noch ein bisschen zukünftig denke. Das wird jetzt nicht ein Thema sein. Anderes Beispiel zum Stroh noch, Tretmist. Feldhofer Harald, ein kleiner Bergbauer aus Hollersbach. Zweites da oben, stickige Leiten, unten geht's rein, oben geht's rauf. Der hat null Platz zum Zubau. Gell? Und der Feldhofer Harald ist eigentlich dann schon einer der ersten Jünger gewesen von Kaltenhauser Ferdinand. Ich habe da einen Kurs gehalten, Seminar, einfacher Laufstellbau, da war er dabei. Dann sind wir gemeinsam zum Kaltenhauser gefahren, er hat sich das angeschaut. Ich war noch einmal persönlich bei ihm, haben wir in seinen Steuer ausgemessen und angeschaut. Und dann hat er gesagt, das passt, er macht das jetzt einfach. Und er ist ein cooler Typ nämlich. Ich sehe es ja schon älteren Semesters, gell, und das ist nicht der alte Bauer, das ist der aktuelle Bauer. Und wenn ich oft hinkomme, da gibt es Bauern so mit Anfang 50 schon, wo man sagen, Stallbauer, ich tue mir das nicht mehr an. Nein. Feldhofer ist das kein Thema gewesen. Weil ich tue den auch Stallbauer. Gell? Einfach muss es sein. Was hat er also gemacht? Er hat praktisch investiert, hat da in der Ecke einen kleinen Milchstall eingebaut. Und beim restlichen Stall, den hat er eben dann als Tretmist gestaltet. Ich habe da zwei Bitteln zusammengeschnitten, ist jetzt nicht profimäßig, aber man glaubt, man kennt sie aus. Da sind praktisch vorher der Anbindestand gewesen, da sind die Kierkänge, das hat er eigentlich von der Dimension her lassen, hat das als Fressgang jetzt gestaltet, hat ein Fressgitter reingemacht, die Entmistungsanlage ist bestehen geblieben und hinten den Rest vom Stall hat er eben aus freie Liegefläche, aus Tretmist genutzt, wo der Mist dann praktisch da reinfällt und dann mit der Schubstangenentmistung wieder rauskommt. Gell? Umbaukosten 40.000 Euro, wobei da der Großteil in die Technik reingeflossen ist. Eben auch zum Beispiel in die Birsten, die ganz wichtig ist. Weil gerade es kann schon vorkommen, dass bei so einem Tretmist-System sieht Viecher einmal, sagt sie, gegenseitig aufscheißen, aber wenn da so ein Birsten drin ist, dann putzen sie sich auch einen Großteil wieder selber runter. Und der Feldhofer ist voll begeistert davon. Weil noch nie so wenig Arbeit gewesen wie jetzt. Auch wenn er das da zu einem Teil händisch entmisten muss. Gell? Und so die zwei Blöcke gehabt, Stroh und möblierter Auslauf. Und kurz, das geht auch in Kombination. Lungau, Maria Pfarr. Der alte Stall, im alten Stall drinnen wird gefuttert, da sind ein paar Innenliegeboxen, der Milchstall ist drinnen im alten Stall und der Rest hat sich praktisch in Auslauf ausverlagert. Ja, das ist die Auslauffläche, da hat er einen Teil überdacht und hat da eigentlich geplant gehabt, einen Liegeboxenreiz zu machen. Blöderweise hat er die Bügel vergessen. Und dann ist er irgendwann draufgekommen, das funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht ohne Bügel. Das ist eigentlich viel fescher also. Und hat da eigentlich jetzt eine Tieflauf-Liegefläche geschaffen, wo er regelmäßig einstrahlt, die Kier liegen drauf, sind 15 Milchkier. Das ist ein Traum, meiner Meinung nach. Vor allem aus Sicht der Konsumenten, wenn ich in die Richtung hier denken sollte.
Gell, da kommen viele Spaziergänger vorbei, viele Radlfahrer, ist ein Betrieb mit Urlaub am Bauernhof. Sowas gefällt denen. Gell? Von außen schaut das so aus. Von der Dachschrägen ist das genauso eingepasst, dass im Winter bei einer niedrigen Sonne genau die Sonnenstrahlen da reinfallen können. Gell? Und bei wirklich schlechtem Wetter ist da ein Windschutznetz oben, kann er die Seiten dazu machen. Mehr möchte ich da gar nicht sagen. Bitte? Mobile Entmistung mit Hoftrack hat der da. Seht ihr, die Strahlen liegen da, oder? Seitlich auf der anderen Seite auch und die tut er händisch hin und her. Als letzten Punkt noch, ich habe das Wort Kreativität aufgeschrieben. Und Kreativität, es gibt kreative Steuerlösungen. Ja? Das sind wirklich oft wirklich coole Sachen. Aber gleichzeitig ist das Schwierigste in der Planung. Eine kreative Steuerlösung zu finden, ist für einen Bauern verdammt schwierig und noch viel schwieriger für einen Berater. Ja? Und trotzdem hätten wir da, glaube ich, gerade wenn ich in Richtung im einfachen, günstigen Steuerbau denke, für unsere kleinen Betriebe, gab es da, glaube ich, oft mehr Möglichkeiten. Und einen habe ich mitgebracht, den möchte ich kurz vorzeigen. Habe ich eine Skizze davon gemacht. Ja. Schaut das so aus, das war ein Bauer, der hat ein Altgebäude. Ihr seht da oder die grauen, dicken Linien, das sind die Außenwände vom Altgebäude. Außen hat er einen Auslauf dazu. Und für den war der Wunsch oder für den war es Tatsache, ja, Steuerumbau möchte er machen, aber kein Zubau, absolut kein Zubau, weil das kostet zu viel, das wird teuer und das will er nicht. Das Zeug muss alles im alten Stall Platz haben. Und jetzt wissen wir ja mittlerweile schon aus der Erfahrung, wenn ich für den gleichen Tierbestand aus der Anbindehaltung für die Laufstall einen Laufstall machen will, brauche ich doppelt so viel Platz, brauche ich im Regelfall viel mehr Platz. Darum geht sich das kaum aus, dass ich irgendwas im Altgebäude unterbringe. Was hat jetzt der gemacht? Der hat drinnen eine kleine freie Liegefläche geschaffen, Liegeboxen, Milchstand, Fressgang, Laufgang, das hat alles reingebracht. Und da hat er auch nicht sparen können, weil da gibt es fix vorgelegene Sätze, Masse, die darf ich nicht, kann ich nicht negieren. Wo kann ich sehr wohl sparen? Beim Futtertisch. Der ist beim Futtertisch massiv zusammengefahren. Und zwar so weit, das sind unter 2 Meter. Gell, ein doppelseitig nutzt der Futtertisch und noch dazu stehen da Seiner drauf. Wenn man der so einen Plan vor den Füßen legt, dann denke ich mir eigentlich, Katastrophen. Wenn ich zurückdenke jetzt, es sollte ja besser werden. Es sollte ja arbeitseffizienter werden. Und dann machen wir da keinen so einen Futtertisch nicht, der total schwierig zu bestücken ist. Aber der Brodinger, der hat weiterdenkt. Gell? Da noch einmal der Blick auf den Futtertisch. Ist wirklich eng. Und die Kier, wenn sie sich, Entschuldigung, die Kier, wenn sie sich anstrengend, die können fast zusammenschnaufen. Gell? Aber was hat der gemacht, damit es trotzdem arbeitseffizient wird? Er hat da oben, ihr seht es, ein Futterband eingebaut. Automatische Fütterung funktioniert auch so. Da ist oben in der Den ein Ladewagen, den hat er sich umgebaut, den bestückt er mit dem Heilkran und das Futterband nimmt sich dann automatisch das Heu runter und schmeißt das zeitgesteuert direkt in die Kier vor die Schnauze hin. Automatisch, ohne sein Zutun. Mehrmals am Tag, seht ihr, da fällt es so runter. Sieht sich das der ganzen Ring entlang. Und hat sich da jetzt diesen beengten Futtertisch erst wieder total arbeitseffizient gestaltet. Ist voll eine super Sache. Und da ist praktisch, kann man sagen, der ganze einfache Laufstallumbau natürlich nur dadurch funktioniert, dass er sich das Futterband reingebaut hat. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, das hat auch 20.000 Euro gekostet. Aber dafür hat er sich 100.000 Euro an Stallbau, an Stallzubau erspart. Ja? Und das waren oft so kreative Lösungen, das braucht sehr viel Hirnschmalz. Und der Bauer ist eben ein gewisser Tüftler, der hat das auf die Reihe gebracht und es ist wirklich eine tolle Sache. Kimi auch schon, ja, kurzes Detail noch. Steht eh schon da. Fazit noch ganz schnell. Wenn in Richtung, meiner Meinung nach, was ich so von den Bauern gelernt habe, wenn in Richtung einfachen Laufstallbau denke, folgende Sachen behirnen: Auslauf möblieren statt Halle betonieren, Stroh streuen statt Mauern bauen. Und ein bisschen kreativ sein, statt bauen nach Schema. Damit bin ich schon am Ende. Dankeschön.